Die Zeit der Grand Prix, der großen Preise, beginnt. Die Erkenntnisse der Automobilbauer, dass Rennsporterfahrung und technischer Fortschritt Hand in Hand gehen, lässt sie verstärkt in das Renngeschehen eingreifen. So baut Daimler speziell für diesen Wettbewerb in Dieppe einen Mercedes-Rennwagen, auf dem Christian Lautenschlager 1908 den Grand Prix von Frankreich gewinnt. 1914, wieder ein Grand Prix von Frankreich, diesmal auf dem Kurs von Lyon. Daimler hat einen neuen Grand Prix-Rennwagen entwickelt, bei dessen Konstruktion die neuesten Erkenntnisse des Automobil- und Flugzeugmotorenbaus berücksichtigt wurden. Mit dieser Neuentwicklung gelingt es, in Lyon die ersten drei Plätze zu belegen. Mit einem Stundenmittel von 105,6 Kilometern kann Christian Lautenschlager auch diesen Grand Prix gewinnen. Nach dem Ersten Weltkrieg spezialisiert man sich bei Daimler auf den Bau von Kompressormotoren. Hier bei der Targa und Coppa Florio auf Sizilien geht Christian Werner mit einem neuen 2-Liter-Vierzylinder-Kompressorwagen ins Start. Auf Anhieb gelingt ihm auf dieser schweren Strecke ein eindrucksvoller Doppelsieg.